Hallo, wir organisieren Tantra-Massage-Konferenz und möchten ein paar Infos geben. Wir möchten im Vorfeld schon euch auch die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten, euch mit uns auszutauschen, Fragen zu stellen, die jetzt bei euch brennen oder aufgekommen sind. Dazu bieten wir einen Gesprächstermin mit einer Live-Zuschaltung über CheatTV an. Und das wird am 4. November sein, um 13 Uhr, für ungefähr anderthalb, zwei Stunden. Es wird eine Live-Übertragung sein. In dieser Gesprächsrunde wollen wir eure Erfahrungen sammeln. Wir wollen Interviews machen. Es gibt eine Möglichkeit, live im Studio hier in Leipzig zu sein. Und es gibt auch Möglichkeit, über Skype zum Beispiel an dieser Sendung teilzunehmen. Dazu laden wir euch herzlich ein und freuen uns, wenn ihr aktiv daran teilnehmt. Es ist eine Fachkonferenz für die für alle Menschen, Frauen, Männer, die Tantra-Massagen geben, die Tantra-Massage-Institute, Tantra-Massage-Praxen führen. Es ist auch eine wunderbare Gelegenheit für alle Ausbilder, die auf dem Gebiet Tantra-Massagen arbeiten, mit Erfahrung und Wissen zu kommen, das Wissen zu teilen, dass wir ein Feld gemeinsam schaffen, dass wir diese Verbindung, dieses Gefäß erschaffen. Es geht mir um Information, dass wir dieses Wissen sammeln, dass wir auch wichtige Dokumente erstellen, zum Beispiel mit unserer Arbeit, mit unserer Erfahrung. Es besteht von GTV eine Möglichkeit, dass diese Videos lebenslang gespeichert werden. Das bedeutet, dass Menschen Zugriff haben auf diese Videos auch noch lange nach diesen Aufnahmen, und das ist eine Bereicherung, das trägt dazu bei, dass es verbreitet wird, dass wir uns sehen, dass wir uns zeigen. Und bei dieser Konferenz geht es weniger darum, jetzt lokale Kunden zu werben, dass jeder die Arbeit bewerben kann. Es geht hier viel, viel mehr darum, dass wir uns verbinden in unsere Kompetenz, dass wir unsere Kollegen, die auch auf dem Gebiet arbeiten, in denselben Städten, in den anderen Städten, deutschlandweit, europaweit, dass wir voneinander lernen. Zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag halte oder einen Workshop gestalte, zeige ich mich mit dem, wie ist meine Haltung, was habe ich gelernt, was bin ich bereit zu teilen. Und es entsteht einen ganz neuen Raum, wo auch ich mit einer Erfahrung komme. Und dann sehe ich einen Menschen, der mir gleichgesinnt ist. Und vielleicht habe ich auch Teil dieser Erfahrung. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, dass ich was Neues lernen kann. Und in diesem Ich lerne was Neues entsteht auch was Neues. Ich lerne, diesen Menschen vor mir wahrzunehmen. Und dann sind wir mehr Freunde. Es entsteht eine Möglichkeit für Verbindung und für Kooperation. Und ja, das ist das, was wir damit eigentlich erreichen wollen oder erschaffen wollen. Nicht erreichen, sondern erschaffen. Und ja, umso mehr daran teilhaben im Vorfeld, während der Konferenz, umso größer und stärker kann dieses neue Feld, was wir gern kreieren wollen, werden. Und was ist der Sinn dieser Vorsendungen? Der Sinn ist, dass wir auch jetzt schon voneinander lernen können, weil natürlich, indem ich Fragen stelle, dass ich anfange, Antworten zu geben, fange ich an, anders über meine Arbeit zu reflektieren,
Und es entsteht Interesse, es entsteht Neugier, vielleicht etwas zu lernen, worauf ich so nicht aufmerksam geworden bin davor. Ich glaube, es geht auch darum, dass ich einen neuen Weg dadurch mir vielleicht zeigen kann. Dass ich erfahren kann, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und die Einladung von uns ist, dass wir diese Möglichkeiten erschaffen zusammen und neue Wege betreten und zusammen einen neuen Weg gehen. Ja. Also diesen Geist der Konferenz zu fördern, schafft ja überhaupt dieses Gefäß, wo das alles fließen kann, ja? So, dass aus einzelnen Arbeiten diese Einzigartigkeit und dass wir alle so unterschiedlich sind, ich lerne das zu sehen und wahrzunehmen. Und dann ist im Rahmen der Konferenz es ist so schön, das zu integrieren, dass ich einfach sage, ja, gut, ich mache das anders. Aber es ist schön, das zu sehen, das zu erleben und zu erfahren, wie kann ich das integrieren, wie können wir Freunde werden, wie können wir Verbindungen, Verknüpfungen schaffen. Es entsteht ein vollkommen anderer Raum. Und unsere Motivation ist, dazu beizutragen, dass es mehr Verbindung unter Menschen gibt, die mit Tantra-Massagen arbeiten. Tantra-Massage zu geben, ist ein wichtiger Beitrag zu dem Wohlbefinden und Frieden unter Menschen. Und darüber wollen wir sprechen, darüber wollen wir Vorträge, Workshops halten. Tantra-Massage ist sehr vielfältig. Und trotzdem ist es ein Teil von unserem Leben. Neben diesem Teil ist natürlich auch andere Lebensbereiche wichtig. Kinder, Schule, andere Konferenzen. Mhm. Und wir sehen uns als Teil, die in diesem Geist der Konferenz auch wächst. Mhm. Vielleicht erstmal so als erste Information. Es werden 3 Gesprächsrunden geben. Am 4. November ist der erste Termin. Dann haben wir den zweiten Termin am 26. November. Das wird dann am Abend sein, um 21 Uhr für eine Stunde. Und wir haben auch noch einen Termin im Dezember. Das muss ich mal schnell schauen. Das ist dann am 10. Dezember. Wir werden in diesen Gesprächsrunden aktiv versuchen einzuladen, daran teilzunehmen. Wir möchten euch ermutigen, auch wenn ihr nicht Ja sagen könnt zu der Teilnahme an dieser Konferenz. Uns ist es wichtig, mit euch ins Gespräch zu kommen. Auch wenn es ein Nein ist, ist es eine Meinung, es ist eine Haltung. Und wir haben alle eine Lernmöglichkeit und eine Chance, daraus etwas zu lernen, wenn wir anfangen, damit kommen, ja? Uns zu öffnen auch und bereit sind, aufeinander zuzugehen und nicht uns zu verschließen und nicht in Kontakt zu treten, sondern sich zu öffnen, in den Kontakt treten einfach. Ja, und das ist auch eben gerade aus meiner Sicht wichtig, für euch, wenn ihr Nein sagt erstmal oder irgendetwas euch stört, euch drückt, zu sagen, okay, aber ich gehe in den Kontakt über diese Gespräche, möchte mir die Möglichkeit euch dafür geben und freuen uns auch natürlich sehr, wenn es angenommen wird. Ja. Danke. Ja, und 10 Tage vor dem Konferenzbeginn gibt es dann eine letzte Sendung am 14. Januar, wo wir dann eine Zusammenfassung und Vorstellung der zukünftigen Referenten machen. Mhm. Wir sind begleitet von GTV. GTV ist Mitveranstalter der Konferenz und ist erfahren in der Organisation der Konferenzen
Und wir genießen natürlich auch über diese Plattform Zugriff von mehreren tausend Menschen, was gleich mit einem Ranking zu tun hat. Und was auch bedeutet, dass auch diese Live-Sendungen bei YouTube-Listen gezeigt werden. Und dass jeder, der an diesen Gesprächsrunden teilnimmt, sich in ihrer Arbeit präsentiert und damit natürlich eine andere Aufmerksamkeit in eigener Arbeit bekommt. Lasst uns gemeinsam das machen. Kommt zu uns mit euren Fragen, mit euren Impulsen. Das ist eine Konferenz, die wir gemeinsam gestalten und sie lebt von unseren Impulsen und unseren Ideen. Danke. Danke.